Willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM. Das letzte Mal da so ein kleines UFO gefunden, aber das scheint wirklich zu fliegen. Versuchen es mal von dem anderen Stützpunkt aus zu erreichen. Schauen wir mal, ob das besser geht. Na komm schon, schieß es ab. Ach gut. Dummes UFO. Ärgerlich. Na gut. Ah ja, stimmt. Wir müssen neue Rekruten uns holen. So, aus dem. Das Craft gehört neu equipped. Achso. Doof. Nehmen wir Guadeloupe auch wieder drauf. Nehmen wir den Captain auch drauf? Nö. Nehmen wir noch vier neue Rookies rein, die nicht so besonders gut sind, die man vorne hinstellen kann. Nikonen. Urt die beiden. Iloria Gully. Okay. So. Dann sollten wir eigentlich schon wieder ein paar von diesen Small Stun Bombs gebaut haben. Gut. Armor. Ihr kriegt alle eine Armor. So, Leute habe ich jetzt schon gekauft oder halt rekrutiert. Vielleicht sollten wir hier. Warte, er hat schon eine Laserkanone. Gut, den mit der Laserkanone sollten wir nur auf kleine UFOs losschicken. Große UFOs sind wehrhaft. Aber da können wir Munition sparen, auf jeden Fall. Wenn wir das machen. Mind Probe. Okay. The mind probe is an alien communication device which is used to take information directly from brainwaves. XCOM units can use this device in combat to display an alien's characteristics. Naja, okay. Klingt gut. Nächstes Research. Oh, das ist Illyrium 115. Lassen wir noch. Wir werden zwei von diesen Mind Probes mit aufs Schiff nehmen. Ja. Passt. Uah. Müde bin ich Känguru. Ah ja. Und vier neue Typen. Okay, der ist brave, er kann gut schießen und er ist stark. Na, das ist ja schon mal was. Oh, der kann auch gut schießen und er ist auch relativ stark. Ah, er kann. Fällt unter die Kategorie stark. Und der fällt unter die Kategorie, ich lasse dich ganz vorne stehen. Na gut, soll sein. So, schauen wir mal, wie die Soldiers dort ausgerüstet sind. Wer von denen hat denn eine Rüstung? Keiner von denen hat noch eine Rüstung. Gibt hier auch keine.
Und da haben zwei zumindest eine Personal Armor da mal. Und noch einer. Vier, fünf. Achso, das sind wahrscheinlich die zwei ersten. Okay, da haben wir zwei Personal Armors bereits. Vielleicht sollten wir noch ein paar Personal Armors transferieren. Jetzt denen die Personal Armor gegeben. Offensichtlich. Ah, die habe ich noch nicht kategorisiert außerdem. Hm. Herr Kanku kann schießen. Der Herr Lewandowski. Rave und ebenfalls gut in Fire Accuracy. Alfhildsteen. Hm, naja. Edom Gebre Christos. Edom Gebre hatten wir doch schon jemanden, oder? No. Miaela Nastase. Immerhin brave ist sie. Werknesh Hagosch. Mhm. Yasemin Turna. Okay, die rennt wenigstens nicht gleich weg, auch wenn sie sonst nichts kann. Das ist schlecht. Peter Benno. Naja. Joy Kiwi ist ja süß. Okay. So, jetzt. Du kriegst deine Rüstung. Du kriegst deine Rüstung. Du kriegst deine Rüstung. Du kriegst eine Rüstung. Und du kriegst noch eine Rüstung. Okay. Passt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber was soll's. Wir müssen mehr Rüstungen bauen. Und mehr Sachen, die uns Geld bringen. Hm. Mhm. Du schießt das hoffentlich ab. Hm. Du versuchst auch nochmal dein Glück. Das ist kurz vor Nacht. Mist. Ich sollte das schon intercepten. Auch wenn Nacht ist. Wir werden auf jeden Fall mal speichern. Oh, ich hoffe, das sind keine zu starken Aliens, aber ich fürchte, das sind jetzt diese komischen, die ich auch in der Basis gesehen habe, in die ich nicht reingegangen bin, weil ich
So, warte mal. Dann machen wir Sack. Heavy Lasers. Wo sind die? Falsche Basis. Aha. So, bis auf 5 verkaufen wir alle. Mehr Heavy Laser. Schauen wir mal, ob uns das halbwegs über Wasser hält. Okay, speichern wir nochmal. Und schon geht es weiter mit unserem heroischen Einsatz in Shanghai. So, warte mal. Ach, wie. Auf in den Tod, Freunde. Nein, du kriegst das nicht. Definitiv nicht. Kriegst das gleich in die Hand, du stehst. Ah. Okay. Meine Güte, bin ich dumm. Und nochmal von vorne. So. Machen wir wenigstens gleich. Kaufen wir gleich dafür Taipei. Neue Knarren. Ja. Yep. So, aber jetzt nochmal. Das da nimmst du nicht mit. Du nimmst das aber gleich in die Hand, weil das wirst du dann gleich werfen. Jenny, du stehst direkt neben ihm, du wirst das auch werfen. Damit wir ein bisschen was sehen. Ilaria Galli. Offensichtlich zu schwach für dieses Team. Kriegt wer anderer. Judy Capuaya. Wie stark bist du denn? 35. No. Daphne. Dio Janku. Normale Mee. Kolby Wind. Wie kräftig bist du eigentlich? 38. So, Susanne, ich glaube, du kriegst eins von diesen Dingern, weil ich glaube, du bist die Letzte. Nein. Guadeloupe ist die Letzte. Gut, also ihr zwei kriegt mal diese Dinger, weil ich möchte nicht, dass es euch in Gefahr bringt, so oder so nicht. So, dann brauchen wir hier jemanden. Stark genug ist, na gut, mach's doch du.
nicht. So, schauen wir mal. Die zwei haben sowas. Kriegt sie sowas auch? Ich will nicht so sein. Ihr sollt das auch hell machen können. Vielleicht hilft das ja ein wenig. Okay, dann kriegst du halt sowas auch. Und du auch. Okay. Wenn ich da jetzt einen Schritt vormache, ist das schlecht. Oh, ein Alien. Ach so, ein Schlangenviech. Sind Raumdekorateure. Schade. Ja, jetzt alles Mögliche niedergewalzt. Nur nicht das, was du niederwalzen solltest. So. Oh, da sind nur Straßenbeleuchtungen. Das ist nicht schlecht. Das heißt, wir sehen da ja eh was. Da hinten sehen wir nichts. Jetzt sehen wir was. So, kannst du den? Nein, du kannst nur einen Snapshot machen. Es ist tot, Jim. Ausgezeichnet. Jenny, du bist großartig. Du bist im Team aufgenommen. Okay, direkt in der direkten Umgebung scheint nichts zu sein. Das ist nämlich Straße, das ist recht sicher, dass da keine sind. Ah, wir hätten, bevor wir das gemacht hätten, hätten was anderes machen sollen. Naja, wurscht. Zu spät. Wie wir das letzte Mal festgestellt haben, sollten nicht so viele nebeneinander stehen. Ach so, Mist. Naja. Zu spät. Pierre, gehst du noch raus? Und das war's dann aber schon. Ha, das ist den nächsten. Da hinten. Warte, 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 warte. Da machen wir Folgendes. Du hast ja sowas. Schauen wir mal, ob wir das... Oh, verstehe. Die Bravery 80, Moral 94, Hell 45. Ja, das ist ja cool. Das heißt, du bleibst wahrscheinlich wirklich ganz hinten im Schiff und schaust nur das an, während die anderen kämpfen. Melee Accuracy 82. Ich glaube, der ist in allem besser als meine Typen. Sogar die Armor ist, glaube ich, besser als von uns. Ah, die Armor ist besser von uns. Schau, schau. Finde ich gut. So, Freund. Und Zwetschgenröster. Auf den schießen. Wir können schießen, aber treffen tun wir nicht. Also, oh ja, wir haben getroffen, aber töten tun wir nicht.
Uff. Okay. Jetzt schauen wir uns das mal an. Kann man das nochmal verwenden? Nö. Okay, da musst du ran. Haben wir ihn verletzt? Jo! Helf ist auf 6 runter. Na, sowas. Dadurch ist die Firing Accuracy und alles runter. Aber er hat keine Fatal Wounds. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber treffen tut er dafür nichts mehr. Ein Treffer wird wohl reichen, um ihn zu erledigen, nehme ich mal an. So. Das heißt, du. Doch auf den schießen. No line of fire, schade. Aber jetzt müssten wir es haben, oder? Gut. Aber wir hätten uns hinknien können. Na gut. Soll sein. Ob die alle gleich sind? Diese Snake Man. So, ihr zwei. So, zumindest ein Stückel weiter vor. Im schlimmsten Fall müsst ihr auch noch aushelfen, falls irgendjemand stirbt. Dann solltet ihr nicht ganz hinten stehen. Ich werde euch zwar nicht zum Eingang stellen, aber was soll's. Das kommt nicht gut, das kommt nicht gut. Da schießen irgendwelche Leute auf irgendwelche Leute. Hört sie auf zu schießen. Boah, diese Dinger da, das ist nicht gut, die gefallen mir nicht. Die sind praktisch unmöglich zum Umbringen. Boah. Da ist ein Alien. Schauen wir uns das gleich mal an. Ein Chrysalid-Terrorist. Keine Time-Units mehr. Er hat keine Firing-Units. Ah, okay. Der kann nur im Nahkampf kämpfen. Bravery 100. Health 96. Und Armor unendlich quasi. Strength 114. Echt jetzt? Den müssen wir ein paar Mal treffen, bis der tot ist. Und dann fangen wir mal an, drauf loszuschießen. Was heißt No Line of Fire? Wie viel Line of Fire brauchst du denn noch? Wer hat auf denen einen Line of Fire? Oh, du. Super oft. Nur dreimal, zweimal haben wir ihn getroffen. Ist auch nicht schlecht. So, du. Gehst ein Stückchen näher. Und schießt auch auf ihn. 21. Könnten wir dieses Viech auch mehrmals treffen? Ich bin so dumm. Ich sollte in die Deckung gehen. Wenn wir nämlich so sind, dann sollten wir ein etwas besseres Treffvermögen haben. Na gut, aber das ist nur gemürt. Okay.
Schauen wir uns das ein zweites Mal an. Ne, er ist nur noch auf 18% und hat eine Moral von 9 und, auf 18 Health. Und immerhin ist seine Armor ein bisschen angeknackst. Und seine Melee Accuracy ist auch gesunken, durch das, dass wir ihn getroffen haben. Naja, immerhin. Nö, 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 nö. So, du. Das müsste eigentlich reichen. Ein Treffer sollte eigentlich reichen. Ah. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so strohdumm. Mal so ein Snapshot machen. Wir ruinieren alles in der Gegend. Ich bin froh, dass wir keine Dings, keine Munition verbrauchen auf diesem. Nein. Wie viel? 21? Das heißt 42. Ah, Mist. Okay, wir knien uns nicht hin. Gott sei es gedankt. Puh. Wie oft haben wir auf dieses blöde Viech einschießen müssen? Arg. So, du. Geh so mal. Naja, okay. Du bist gar nicht am Sinn. Wenigstens sind wir da im Eck. So, die haben beide schon geschossen, gell? Mhm. So. Ich hoffe, sie haben nur diese Nahkämpfe und kommen nur einzeln daher. Dann haben wir vielleicht sogar eine Chance. Obwohl, da wird auch ziemlich viel geschossen, also solche Snakes. Das sollten auch irgendwo sein. Oh, da ist auch einer. Feigling, komm raus. Uff, da haben wir einen. Einen elenden. Treffen. Wir schießen die ganze Stadt in Schutt und Asche. Von 9 Schuss ein Treffer? Wirklich jetzt? Ihr seid so unfähig. Oh shit, noch einer. Hm. 21. Gut, das heißt, wenn ich mit dir hinknie, kann ich trotzdem zweimal schießen. So will ich das. Margaret, du bist halt supi. Du bist nicht so eine Lulu wie diese anderen. Okay, ich nehme alles zurück. Urt! Ja, der ist wahrscheinlich deswegen, weil der im Dunkeln sitzt da. Ah, jetzt habe ich dich da hingedreht. Das wollte ich aber eigentlich nicht. Jetzt fadern wir uns da so auf. 20%. Hm.
19 mal 2 sind jenseits der 30. Das heißt, wir können uns genauso gut hinknien. Wir können ihn nur einmal schießen. Schaut gut aus. Na bitte. Du. Gehst du mal daher. Oh, da ist noch einer. Das ist mal ein Snake. 21 mal 2. Das heißt, du kannst dich hinknien. Daphne, du gehst daher. Schaust in diese Richtung, gehst in die Knie. Das ist bis jetzt noch erstaunlich gut gegangen. Also bis dahin. Das war natürlich jetzt nicht sehr klug, aber gut soll sein. Ach ja. Jenny. Nein, du hast das schon geschossen. Diese Gegend da an. Man sollte in diesen Straßen mehr Licht haben. Immerhin können die nicht fliegen. Wie diese Floater. Das war fürchterlich, die dreidimensional gearbeitet haben. Na gut. Okay. An dieser Stelle werde ich dann auch wieder Schluss machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen von diesen Terroristen überhaupt lebend gefangen nehmen will. Ja, vielleicht so einen Chrysaliden, wieso nicht? Alle sind gezogen, Herrschaften. An dieser Stelle, bevor wir da fertig machen, sage ich euch eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, wir befreien Shanghai von den Aliens. Bis dann. Tschüss euch.